So Leute, kommen wir zum nächsten Booster. Modern Horizon, wie ihr schon seht. Gucken wir uns das mal an. Modern Horizon ist tatsächlich ein Set, was mich sehr überrascht hat. Am Anfang war es so ein bisschen so, ja okay, ein paar lustige Karten sind drin. Aber mittlerweile ist das Set halt richtig übertrieben hardcore gut geworden. Ein Emblem, das brauche ich. Das brauche ich tatsächlich, weil ich mir die jetzt bestellt habe. Ja. Ich glaube, hier sind die auch wieder verkehrt rum. Ja, sind sie. Oh, nee, nicht verkehrt rum. Ich habe die einfach verkehrt rum aufgemacht. Und ein Changeling. Was macht denn 2-2 Changelinge? Aber das Emblem für Serra brauche ich. Die habe ich mir jetzt bestellt. So, das lege ich mal ganz weit hier oben hin. Wir haben den Frostwaller. 3 Mana 2-2. Für einen Snowcovered Mana kann der plus 2 kriegen. Kann man nur einmal aktivieren. Ich sollte die Karte auch so halten, dass ihr die auch sehen könnt. Faschino des Sandsprinters. 3 Mana, 4-1, Trampel, Eile. Und am Ende des Steps geht der Zug auf die Hand. Mit Zeichen. Der ist gut. Der ist gar nicht mal so kacke. Defile. 1 Mana, eine Kreatur kriegt minus 1 für jeden Sumpf, den ihr kontrolliert. Treetop Ambusher. 2 Mana, 2-1, Dash. Erstmal das Dash in grünes. Und immer wenn er angreift und kann man eine Kreatur, die er kontrolliert, +1/+1 geben. Mit Dash echt gut. Ist echt eine gute Karte auch. Rocks Veteran. 4 Mana, 2-4, Battlecry. Also wenn er angreift, kriegen alle anderen angreifenden Kreaturen +1/+1. Ich wusste bis gerade gar nicht, dass Battlecry wieder aufgelegt wurde. Ich hatte mal ein Battlecry-Deck, das ging, war richtig cool. Und wenn er angreift, kann man eine Kreatur vom Gegner tappen. Reckless Charge, das geilste Artwork des gesamten Sets, wenn ihr mich fragt. Für ein rotes Mana kriegt eine Kreatur +3/+0 in Eile und man kann das Ding flashbacken. Das ist ziemlich gut. Was ist, was bist du denn für ein Zombie-Bird? Okay. 5 Mana 2-3 fliegend, Exploit, also man kann eine Kreatur opfern, wenn er ins Spiel kommt. Und immer wenn man das, immer wenn man eine Kreatur stirbt, kriegt er eine +1/+1 Marke und Eile bis zum Ende des. Ne, kriegt er +1/+1 Marke und er kriegt Eile bis zum Ende des Zuges, wenn ihr exploitet habt. Okay. Universal, autonom, 1 Mana 1-1 Changeling. Ja. Ja. Besser als der Sliver? Einmal eine 1-1 hat alle Sliver-Sachen. Ist das KZ als Sliver? Ich habe keine Ahnung, ob der besser ist. Doch, dürfte besser sein als der Sliver. Ja. Dann Strings of Disappearance. Ein Mana, man bringt eine Kreatur zurück auf die Hand für als Instant. Das alleine. Achso. Dieser Besitzer kann dann 2 Mana bezahlen und kann diesen Spell kopieren. Ah, das ist ein Chain Lightning oder ein Chain of irgendwas. Mit einem Gluttonous Slug. 3 Mana 0-3 Menace kann also nur von schwarzen, nee, kann nur von zwei Kreaturen geblockt werden. Und es hat Evolve. No amount of salt will save you. Geil. Das. Ja. Scale Up, die Karte, von der die meisten Leute richtig Angst hatten wegen Infect. Für ein grünes kriegt der wird eine Kreatur zu einem 6-4er Wurm. Mit Overload bedeutet das, alle eure Kreaturen werden zum 6-4er Wurm. Das ist halt mit Infect ganz stark, weil die Kreatur verliert den Effekt nicht. Cryptrats. 3 Mana 1-1, das ist ein uralter Reprint. 3 Mana 1-1 für X fügt sie jeder Kreatur und jedem Spieler X Schaden zu. Man kann nur schwarzes Mana benutzen, um diese Fähigkeit zu benutzen. Allein das zeigt schon, wie alt diese Karte ist. Dann Ravenous Giant. 4 Mana 5-5 und zu Beginn des Upkeeps bekommt man einen Schaden. Unsere Rare ist das Multicolor. Ah, ich wollte gerade sagen, es ist ein Planeswalker. Nein, Icefang Kotl. Ein blaues, ein grünes 1-1, Flash fliegend. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte. Und solange man drei oder mehr andere Snow-Covered Permanents besitzt, was mit Ländern ziemlich einfach ist, hat die Death Touch. Das ist eine Baleful Strix in cooler, anders, besser, vielleicht besser. Ja. Ja. Dann haben wir einen Snow-Covered Forest und ein Renin 6 als Promo-Artwork. Ich hasse Renin 6.